Und jetzt am Donnerstagmorgen um 11 Uhr sind wir auch live, sehe ich. Das ist ja schon mal eine super Sache. Herzlich willkommen an alle, die wieder dabei sind, auch zu einer früheren Uhrzeit als sonst. Und ich freue mich natürlich, dass ich Christine und Kathi von Uschi hier schon bei mir im virtuellen Raum habe. Schön, dass ihr da seid. Genau. Dann machen wir das einmal wie immer. Ich sehe, Nadine schreibt Grüße aus Berlin. Schreibt gerne nochmal alle rein, woher ihr kommt. Christina aus München, ich grüße wie gewohnt aus Köln. Wo treffen wir euch beide gerade? In Berlin, mich. Genau, mich im Umland von Berlin. Na Mensch, im Homeoffice also. Genau. Super, cool. Genau, Schweiz ist auch wieder dabei, Österreich, schön. Genau, worum geht's heute oder generell? Wir sind immer noch in der vierten Woche von unserer Merchant Inspiration Live Konferenz. Diese Woche mit dem Female Founder Special von Direct to Consumer Brands im vorletzten Talk für diese Woche, wie man hier schön sieht. Ich sehe einige Namen von euch, habe ich auch in den letzten Tagen schon gelesen. Also schön, dass ihr wieder dabei seid. Für alle, die jetzt das erste Mal dabei sind, genau, haben wir in den letzten Tagen schon über Educational Content mit Monique von X2X gesprochen. Die Gründerin von Ovi war dabei, gestern die beiden von Zoe Lou. Für alle, die es verpasst haben, das gibt es auch bei YouTube jetzt inzwischen anzusehen auf unserem Channel von Merchant Inspiration. Also wenn man mal um 17 Uhr in den letzten Tagen noch die Chance, sich das noch anzugucken. Und als Info noch, heute ist natürlich neben dem, worum es jetzt gerade geht, heute um 17 Uhr ein Panel, worauf es beim Gründen einer D2C-Brand ankommt. Also wenn ihr heute nicht nur jetzt gerne zuhören möchtet, sondern nachher noch Zeit habt, meldet euch dazu gerne auch noch an. Aber genug drumherum geredet. Ich freue mich natürlich gerade jetzt, dass Christine und Kathi von Uschi dabei sind und uns heute was über ihr Wachstum erzählen. Mit dem Titel von 0 auf 100.000 verkaufte Produkte in anderthalb Jahren, das beeindruckende Wachstum von Uschi. Und bevor ich euch jetzt gleich das Mikrofon übergebe, nochmal einmal die Info an alle. Die meisten kennen es, die es noch nicht kennen, es gibt hier oben neben dem Chat den Bereich Fragen. Was immer euch einfällt, was ihr gerne von den beiden noch wissen wollt, könnt ihr da gerne reinschreiben. Alle anderen können die Fragen dann auch sehen und wenn sie es auch spannend finden, gibt es da die Möglichkeit, auf Hochstimmen zu drücken und dann ist diese Frage quasi Fragen weiter oben. Genau, dann haben wir am Ende so einen kleinen Überblick. Also wann immer was ist, gerne fragen. Sobald die beiden dann fertig sind mit ihrer kleinen Präsi, beantworten wir das auf jeden Fall alles. Genau. Warum rede ich hier gerade schon wieder die ganze Zeit? Ich bin Esther, ich arbeite bei Tante E bzw. Merchant Inspiration und organisiere hier diese Online-Konferenz mit, was ja sonst die Merchant Inspiration Talks, also eigentlich analog in Berlin sind, dieses Jahr dank Corona virtuell. Auch super spannend und schön, dass wir dadurch auch Leute aus Österreich, München und Co. mit dabei haben können. So, aber jetzt erstmal zu euch beiden. Schön, dass ihr da seid. Ich sage es gerne nochmal und erzählt doch mal kurz ein bisschen was über euch. Ja, hallo. Ich freue mich auch total, dass ihr alle dabei seid. Wir haben ja die Freude gehabt, letztes Jahr auf dem Live-Event sozusagen zu sprechen. Das war echt ein total cooler Tag. Da haben wir viele Menschen getroffen, mit denen wir heute immer noch total regel im Kontakt sind. Also auch ein Event, was sich offline total lohnt. Aber dieses Jahr online macht es mir auch schon viel Freude. Ich habe schon einige Sessions gehört und freue mich, dass wir heute hier zu euch sprechen dürfen. Ich bin Kathi und die auf dem anderen Bildschirm ist Christine. mit der ich normalerweise die ganze Zeit abhänge, aber unser Office ist jetzt auch schon seit fast 2 Monaten zu und wir beide befinden uns im Homeoffice. Kleiner Disclaimer, wir haben beide sehr kleine Kinder, ich 3 an der Zahl, Christine 2, wenn Kindergeschrei oder Kind reinstirbt oder sowas, verzeiht es uns, es ist einfach, es ist wie es ist. So. wir versuchen, wir haben gerade schon gesprochen und gesagt, wir versuchen die Präsi wirklich auch knackig zu halten, weil uns ist am wichtigsten von euch zu verstehen, was ist das, was euch am meisten interessiert, was brennt euch auf der Seele von dem, was wir hier erzählen, was für Fragen habt ihr, also stellt gern fleißig Fragen und wir gehen super gerne da später drauf ein. Ne, Christine? Absolut. Vielleicht nochmal so ganz kurz zu uns, oder Kathi? Also wir haben ja 2018 Uschi gegründet. Kathi nimmt euch auch gleich so ein bisschen mit auf die Zeitreise, was so alles passiert ist in dieser doch irgendwie kurzen Zeit.
Genau, und vielleicht kurz fange ich bei mir an. Vielleicht, Kathi, machst du dann nochmal kurz weiter, so nur ganz kurz, was ich vorher gemacht habe. Ich war vorher bei Zalando und habe dort mehrere Einkaufsabteilungen geleitet und habe dann eben 2018 von Kathi den Ruf bekommen, ob ich nicht Bock habe, mit ihr was zu gründen. Und der Rest ist Geschichte und wird gleich noch deutlicher erzählt. Und vielleicht nur gerade gesagt, ich habe 2 Kids. Ansonsten mache ich gern Sport, meditiere gern und wohne in Berlin. Genau, kenne, daher, wie ihr vielleicht erkennt, auch Christine schon länger. Wir sind jetzt schon, ich glaube, 10, 12 Jahre sind wir schon Freundinnen, richtig gute Freundinnen. Daher war es auch klar, dass ich die anrufe, als ich die Idee hatte für diese kleine Firma. Und genau, ich habe vorher bei McKinsey gearbeitet, 12 Jahre, also echt eine lange Zeit. Und bin dann während meiner dritten Elternzeit mit dem Kleinsten, der jetzt 3 geworden ist gestern, haben wir eben angefangen, an Uschi zu arbeiten. Und genau, dann dementsprechend gekündigt unsere Klasse. Genau. Also hast du dir gedacht, Mensch, jetzt mit 3 Kindern, dann nehme ich mir doch nochmal die Zeit und gründe nochmal mit. Genau. Bevor es zu langweilig wird, ne, mit so einem Säugling, dann. Nein, aber ich finde schon, das ist ein guter Punkt, das ist jetzt vielleicht ein bisschen so in eine andere Richtung, aber das war schon ein Punkt für mich, wo ich es überlegt habe, was will ich eigentlich die nächsten Jahrzehnte so machen? Ja, ist es das, was ich bis jetzt gemacht habe, oder soll es was ganz anderes sein? Ich glaube, es hatte schon was damit zu tun, dass ich in Elternzeit war, dass diese Idee kam, ja, weil ich so Raum hatte, mir solche Gedanken zu machen. Genau, die ganzen Kinder, die wir haben, waren ja auch mit einer der Gründe, warum wir uns dann zum Schluss für die Selbstständigkeit entschieden haben, weil wir sozusagen diese Vereinbarkeit von Familie und Job war für uns zumindest recht begrenzt möglich in den Jobs, die wir vorher hatten. Und ja, das war auch eines der Ziele, als wir Uschi aufgebaut haben, dass es auf jeden Fall bei Uschi möglich sein soll, diese Sachen zu verbinden. Ja, hier sagt jemand, dass Bild- und Tonprobleme da sind. Also wenn es bei mehreren Leuten ist, sagt gern Bescheid. Aber wir drei uns hören einander gut. Daher hoffe ich, dass der Rest von euch uns auch gut versteht. Ja, so, genau. Ich habe noch eine kurze Info. Upsi, in eigener Sache. 2 kleine Sachen, auf die ich noch hinweisen möchte, bevor ich euch das jetzt letztendlich übergebe. Einmal, es gibt den Merchant Inspiration Podcast für alle, die generell interessiert sind. An dem Thema gerne da mal reinhören, gibt es überall, wo man Podcast streamen kann. Und das andere ist, ich mache gerne immer, gerade wenn es Female Founder Woche ist, ein bisschen Werbung noch für andere Initiativen, die auch was für Female Founder machen. Und zwar gibt es da Ende Mai nochmal ein Webinar von Future Females. Da poste ich gleich gerne einfach mal den Link rein, falls euch das auch interessiert. Kleiner Hint von meiner Seite. Genau, aber jetzt zu euch, ich bin erstmal ruhig. Ja, also hier seht ihr direkt mal ein paar von unseren Produkten. Wir haben angefangen, als Firma Periodenunterwäsche herzustellen. Und hier seht ihr direkt ein paar Mädels, die genau diese anhaben. Und zwar ist es so, dass wir uns mittlerweile aber nicht als Periodenfirma verstehen, sondern generell als Female Empowerment Company. Wir stellen also hochwertige Produkte her, die fühlen sich alle sehr schön an, sind alle fair produziert, die integrierte Membransysteme haben. Also hier die Periodenunterwäsche, die ihr hier seht zum Beispiel, die hat im Schrittbereich ein Membransystem, was wir entwickelt haben, was die tolle Eigenschaft hat, dass es Flüssigkeit vom Körper wegzieht, speichert und am Auslaufen hindert. Und das führt im Fall von Periodenunterwäsche dazu, dass Frauen auf Binden und Tampons verzichten können. Also, oder auf jeden Fall ihren Verbrauch davon deutlich verringern können. Das ist natürlich super nachhaltig, aber es ist auch noch total komfortabel, weil man quasi einfach nur einen Schlüpfer reinschlüpft und dann in den Tag reinstartet. Und man hat eben keine Sorge mehr vom Auslaufen, was sehr viele Frauen beschäftigt. Und dieses Membransystem benutzen wir mittlerweile nicht nur in Periodenunterwäsche, sondern seit kurzem haben wir ein adaptiertes Membransystem entwickelt für Still-BHs. Die unter euch, die vielleicht schon Kinder haben oder Menschen in ihrem nahen Umfeld, die Säuglinge hatten, wissen vielleicht, dass man eben, wenn man stillt, auch so Einlagen benutzen muss, um die austretende Milch ein bisschen aufzufangen, wenn das Baby gerade nicht trinkt. Und dafür haben wir ein System entwickelt, was direkt in ein BH integriert ist, sodass man auch hier nichts mehr wegwerfen muss und nicht mehr wild rumtauschen muss, sondern sich einfach anziehen kann und in den Tag starten kann. Und das sind unsere Produkte, aber wir benutzen diese Produkte eigentlich als Vehikel, um gesellschaftlichen Wandel zu kreieren. Also wir wollen innovative Produkte kreieren für Frauen, um ihren Alltag zu verbessern. Aber nicht nur das, wir wollen in der Diskussion über diese Produkte auch gesellschaftlichen Wandel kreieren. Also gerade die Periodenunterwäsche hat sehr viel mediale Aufmerksamkeit bekommen und wir hatten dadurch die Gelegenheit, überhaupt dieses Thema Periode einfach mal ein bisschen mehr in die Normalität zu ziehen.
Und dadurch natürlich dazu beizutragen, dass sich einfach sehr viele Menschen sehr viel wohler fühlen mit diesem ganz normalen Thema, was nun mal die Hälfte der Weltbevölkerung betrifft. Genau, und jetzt geht das mit dem Stillbehaar hoffentlich weiter. Da gehen wir eben das Thema des, ja, des Stillen an sich ist ja kein Tabu, aber es ist schon so, dass Frauen sehr beeinflusst werden darüber, wie sie ihr Kind ernähren, wenn sie eins haben. Also, ob man stillt oder nicht, wie lange man stillt, ob man zufüttert, ja, wie viele Tage, wo man stillt, in der Öffentlichkeit oder nicht. Da gibt es auch sehr viele Diskussionen und wir wollen einfach durch das Produkt auch ein bisschen dazu beitragen, dass da ein bisschen Wandel entsteht. Genau. Bevor du total reinkommst, vielleicht noch kurz eine Sache. Zumindest gerade kurz war eine Frage aufgetaucht, ob wir das Membransystem selbst entwickelt haben oder ob wir dabei Hilfe hatten. Und vielleicht gehe ich nur mal ganz kurz mal darauf ein, weil es ja gerade um das Produkt geht. Und es ist so, dass wir tatsächlich dieses Membransystem selbst entwickelt haben. Also das war eine sehr lange und schweißtreibende Arbeit, wo wir einfach hunderte und wahrscheinlich tausende Stoffe getestet haben, wie die idealerweise in dem Verbund funktionieren, ne? Mit Flüssigkeit versus Blut, was sind die Unterschiede, wie kann man Bakterien am Wachstum hemmen und so weiter. Also diese ganzen Fragen haben wir uns da erarbeitet und uns selbst diese Membran entwickelt. Aber man muss dazu sagen, der hat uns auf jeden Fall geholfen, dass wir schon sozusagen ein bisschen betagter sind, also etwas älter und wir ein dementsprechend schon größeres Netzwerk an Leuten mitgebracht haben, die uns dabei unterstützt haben. Ne? Also zum Beispiel hat uns eine Chemikerin geholfen, uns haben Frauenärzte geholfen oder Ärztinnen besser gesagt geholfen. Ich habe Textilbetriebswirtschaft studiert und unser Stoffkundeprofessor hat uns geholfen. Also wir hatten auf jeden Fall viel Support für das Membransystem. Und als das Membransystem fertig entwickelt war, haben wir dann eine Produktionsentwicklungsagentur genommen, die sich eben auskennt mit Schnitttechnik und solche Sachen. Da haben wir keinen Schimmer davon und haben denen quasi gesagt, hier, so sind die Schnitte, so soll das aussehen. Diese, am Anfang waren es nur zwei Modelle, möchten wir haben. Und da soll dieses Membransystem mit diesen Stoffen in den Schrittbereich eingearbeitet werden. Und dann haben wir mit denen gemeinsam quasi die wirkliche Schnittentwicklung und so weiter finalisiert. Ich hoffe, das ist die Frage beantwortet. Ja. Genau, das seht ihr auch hier in der Timeline. Also ihr seht, wir haben im Oktober 2017 mit der Produkt- und ich sag mal generell Business-Konzept, Business-Model, Business-Case-Entwicklung so angefangen. Also eigentlich fast ein Jahr, bevor wir dann überhaupt die GmbH gegründet haben. Das war dann nämlich im August vor zwei Jahren. Also unsere kleine Firma ist noch keine zwei Jahre alt. Ich sehe da direkt rechts ist ein Typo. Es war natürlich im April 2020 endet diese Timeline, aber gut. Verzeiht es mir. Wir haben die GmbH gegründet und haben direkt danach eigentlich eine Crowdfunding-Kampagne angefangen. Also Crowdfunding bedeutet ja, dass wir sozusagen Geld eingesammelt haben von einer Gruppe von Menschen, um unser Vorhaben umzusetzen. In unserem Fall über Kickstarter. Das heißt, Menschen haben eigentlich einen Vorverkauf gemacht. Ja, die haben quasi im Vorhinein schon ihre Panties gekauft und die eben in einer deutlichen Verzögerung dann bekommen. Und zwar im Dezember des Jahres. Also die haben so zwischen September und Oktober gekauft und haben dann im Dezember die ersten Panties bekommen. Und das war für uns wirklich, da wussten wir, irgendwas ist los, denn wir hatten uns das Ziel gesetzt, 10.000 Euro aufzunehmen. Das brauchen wir, um die ersten Stoffe zu bestellen und diese erste Produktion zu finanzieren. Und am ersten Tag haben wir das nach 7 Stunden zusammen gehabt. Da dachten wir so, okay, also anscheinend besteht Interesse für dieses Produkt auf dem Markt. Und das ging dann auch wirklich den ganzen Monat so weiter, dass unsere Community total gewachsen ist. Der Zuspruch war einfach riesig und am Ende hatten wir fast 50.000 Euro eingesammelt und hatten das Gefühl, okay, jetzt können wir richtig starten. Und dann wurde eben im Dezember des Jahres, also es ist jetzt ein Jahr und ein paar Monate her, wurden dann die ersten Ushis verschickt, noch aus Christines Keller. Wir haben uns das also zum Versand der Kickstarter-Produkte einmal angetan selber, also natürlich mit Unterstützung, aber sozusagen in-house zu verpacken und verschicken und haben dann direkt nach dem ersten Versand gesagt, das machen wir nicht mehr und ein Logistikunternehmen gesucht, was dann eben seit Anfang 2000 und irgendwas ist total falsch mit dieser Timeline, Anfang 2019 mit uns diese Sachen verschickt. Wir haben dann relativ schnell unsere Kollektion erweitert. Die Idee ist ja, dass wir am Ende Periodenunterwäsche haben, sodass die Produkte, dass jede Frau ihre Lieblingsvariante von Unterhose findet in Periodenunterhosenfunktion. Ja? Also wir haben mittlerweile einen String, wir haben einen Highways, wir haben Modelle in Beige, wir haben einen Hipster, wir haben einen Slip. Also eigentlich sollte jede Frau dort ihr Lieblingsprodukt finden, nur eben mit Funktion und das ging direkt ab März los.
Wir haben dann im Sommer eine Teen-Kollektion herausgebracht mit einer eigenen Landingpage, sodass junge Frauen da auch direkt Informationen finden, die sie brauchen und auch die Größen, die sie brauchen, um eben den Einstieg in die Periode zu erleichtern. Und im November letzten Jahres war es wirklich so, dass zwei sehr große Highlights zusammengefallen sind. Und zwar wurden wir da innerhalb von einem Tag ins Kanzleramt eingeladen, um einen Preis von der Bundesregierung zu bekommen als Kreativpiloten des letzten Jahres. Das ist eine Auszeichnung, die das Bundeswirtschaftsministerium einmal im Jahr vergibt. Und wir wurden bei Die Hülle der Löwen ausgestrahlt. Das haben vielleicht einige von euch gesehen. Das war für uns ein sehr, ein sehr besonderer Moment und hat natürlich riesig geholfen, um uns bekannt zu machen. Und so viel sei gesagt, der Shopify-Store, der lief. Also der ist nicht einmal abgeschmiert. Es waren wirklich in 2 Stunden waren über 200.000 Leute auf der Seite und er suchte wie eine kleine Katze. Und da hat Tante E auch einiges zu beigetragen, dass das so war, muss man sagen. Es lief interessant weiter. Im Februar diesen Jahres haben wir den, Februar, März diesen Jahres haben wir den Deutschen Startup Award gewonnen. Als beste Newcomerinnen, was uns total gefreut hat vom Deutschen Startup-Verband. Und kurz danach ging die 100.000. Uschi über die Ladentheke, beziehungsweise die virtuelle Ladentheke hier bei Shopify. Also wirklich so, dass mittlerweile Zehntausende von Frauen wirklich diese Produkte benutzen und wir uns total freuen, dass das Produkt so gut ankommt. Weswegen wir jetzt im April dieses Jahres 2 Sachen gemacht haben, und zwar erst eine Stäbe herausgebracht, das ist eben Uschi Mums, von denen habe ich vorhin ja schon erzählt. Und wir haben announced, dass wir schon an einer neuen Marke arbeiten, und zwar an Ida's Place. Und das ist ein komplett neues Produkt. Und dafür haben wir eine neue Co-Founderin mit dazu geholt. Und die arbeitet da dran. Und das wird irgendwann in diesem Sommer herauskommen. Da könnt ihr also gespannt sein. Ihr seht also, es ist viel los. Und wenn ihr irgendwas Spezifisches wissen wollt, weil diese Timeline so verkorkst ist in den Daten, dann schreibt was in die Fragen. Dann korrigiere ich das nochmal. Ein Grund, warum wir uns dabei für Shopify entschieden haben, ist, dass wir bootstrapped sind. Also wir haben keinerlei Funding, wir sind komplett selbstfinanziert und wachsen sozusagen aus unserem Cashflow heraus. Und wir brauchten eben ein Shopsystem, was das auch kann. Ja, was uns am Anfang, was wir günstig sozusagen mit anfangen konnten, mit unserem begrenzten Wissen und den Insights, die wir hatten und kaum IT-Budget. Das sind jetzt aber auch, wo wir relativ groß werden, hoffentlich, uns auch dabei begleitet. Und da wollen wir einfach ein paar Best Practices mit euch teilen, was wir so gelernt haben, weswegen das Shopsystem gut war oder was daran gut funktioniert hat und was vielleicht euch dabei helfen kann bei euren Shops. Genau. Und da möchte ich euch gerne jetzt durch 5 Punkte mitnehmen, die uns ja nicht nur bei Shopify, sondern auch so grundsätzlich bei unserer Website sehr, sehr wichtig waren und immer noch wichtig sind. Und das Erste, da geht es direkt um Vertrauen. Und zwar hat euch Kathi ja schon gerade so beschrieben, was unser Produkt ist. Und vielleicht geht es euch so wie vielen unserer Kundinnen zuerst mal, dass die so denken, das kann nicht funktionieren. Und vielleicht sogar im zweiten Gedanken, eklig, das kann doch nicht gehen. Und so geht es eben wirklich ganz, ganz vielen Frauen, die zum ersten Mal davon hören. Und deswegen ist es eben umso wichtiger, dass wir hier Vertrauen schaffen. Und Vertrauen, das schaffen wir eigentlich so durch 2 große Schienen, würde ich sagen. Das eine ist, dass wir sehr, sehr persönlich mit unserem Gesicht als Gründerinnen auftreten. Also sowohl auf der Website als auch auf Instagram. Überall ist es sozusagen so ein bisschen so, wir stehen mit unserem Namen oder unseren Namen für die Qualität des Produktes. Und auf der anderen Seite ist es so, dass das Vertrauen geschaffen wird durch Kundenreviews. Und bei Kundenreviews ist es ja so eine Sache. Kundenreviews ist wirklich was, wo ganz, ganz viel Schmu mitgetrieben wird. Das muss man wirklich sagen. Sehr, sehr viele Händler manipulieren zum Beispiel Kundenreviews, indem sie schlechte Reviews löschen oder bearbeiten oder so durch Löschen ihre durchschnittliche Punkteanzahl verbessern und so weiter. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Tools, die sehr, sehr viel Manipulation erlauben an den Kundenreview-Tools. Und wir haben uns im August letzten Jahres so auch so ein bisschen mit schlotternden Knien, muss man sagen, dafür entschieden, einen anderen Weg zu gehen, nämlich eine unabhängige Bewertungsplattform anzubinden. Wir arbeiten konkret mit Trustpilot zusammen. Es gibt aber auch noch andere, so wie Trusted Shops oder so. Und das war für uns auf jeden Fall ein Game Changer, dass wir das gemacht haben. Und vielleicht zurückblickend, ich glaube, wir hätten damit auch schon früher anfangen können. Also es ist so, dass wir über Trustpilot aktuell automatisiert Reviews abfragen. Also sprich, jede Kundin, die bei uns gekauft hat, bekommt nach einem bestimmten Zeitraum eine Abfrage, wie zufrieden sie ist.
Und diese Antworten, die werden sozusagen von Trustpilot in so einem sogenannten Trust Score zusammengerechnet. Das würde jetzt zu weit führen, dass ich darauf genauer eingehe, aber ne, die führen eben bei uns dazu, dass wir aktuell eine Bewertung haben, die hervorragend ist, also sozusagen die beste Bewertung, die man da kriegen kann. Und ihr seht hier auf der linken Seite unsere Homepage, unsere Mobile Homepage, wo wir eben durch ein sogenanntes Widget diese Ergebnisse, die wir bei Trustpilot haben, immer zeitaktuell eingebunden haben. Ja, und ihr seht hier sozusagen, dass wir aktuell 3.122 Bewertungen haben, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt, wo ich den Screenshot gemacht habe, inzwischen sind es dann auch. Ich würde sagen, es sind jetzt über 3.000, glaube ich, ja. Genau, also die wachsen natürlich stetig. Und diese Zahl darunter, die ist wirklich sehr relevant. Also wir haben gesehen, dass kurz bevor wir mit Höhle der Löwen gestartet haben, haben wir eben mit Trustpilot begonnen. Und durch Höhle der Löwen haben wir natürlich sehr viele Sales gehabt und das hat wirklich nochmal so einen richtigen Boost in der Anzahl der Bewertungen gegeben. Und das wiederum hat wirklich einen massiven Impact auf unsere Conversion Rate gehabt. Also das ist nicht nur sozusagen nice to have, dieses Trust-Element, sondern es hat wirklich einfach einen direkten Impact auf die Conversion Rate. Und da ist auch sozusagen je mehr, desto besser, aber natürlich je mehr gute, desto besser, je mehr gute Bewertungen, ja. Und was ganz cool ist, zum Beispiel an diesem Widget, was ihr auf der linken Seite seht, da ist wirklich immer sozusagen zeitaktuell, kommen da die neuen Bewertungen rein und jetzt hier in diesem Fall war eben 10 Stunden vor dem Screenshot die letzte Bewertung und da kann man wirklich auch als Kundin immer sehen, die sind wirklich sehr aktuell, diese Reviews dort. Und wenn man da draufklickt, kommt man auf die Seite von Trustpilot und kann sich dann dort ganz in Ruhe nochmal alles durchlesen und auch nur sozusagen unsere Antworten mal durchlesen, falls mal negative Bewertungen kamen oder so. Genau. Wir haben diese Reviews sehr prominent auf der Website eingebunden. Also ihr seht hier die Homepage, das ist natürlich super wichtig, aber die sind auch zum Beispiel in unserem Produktkatalog, sodass man direkt, wenn man durch die Produkte scrollt, sehen kann, was für eine Bewertung haben die und natürlich auf den Produktdetailseiten. Da ist es auch super wichtig, ne? Weil einfach dort nochmal genauer nachgelesen kann, auf einen konkreten Style bezogen, was sagen denn die Leute dazu. Ja. Also insofern, Trustpilot war für uns ein Riesentreiber für die Conversion Rate und ist super wichtig für Trust. Ja, genau. Und ich glaube, Trustpilot ist eben nur ein Element davon, sondern auch zum Beispiel, wir kommunizieren sehr viel darüber, wie viel Stück haben wir eigentlich schon verkauft, wie viele Kundinnen haben wir eigentlich schon, weil gerade bei einem Produkt, was eine Funktion hat und was Leute vielleicht noch nicht so gut kennen, muss man irgendwie signalisieren, das ist jetzt nicht irgendein Schmu, das funktioniert schon und das benutzen schon ganz viele Leute. Und daher bauen wir eben diese Evidenzen eben von Trustpilot, aber auch eben, ne, also grobe Anzahl verkaufter Stück und wie viele Kundinnen da sind und sowas recht prominent immer auf der Seite ein, um eben Trust zu signalisieren. Ne? Ja. Genau. Kommen wir zum zweiten Punkt. Da hat Kathi gerade schon so einen kleinen Ausflug dazu gemacht in der Intro, dass es bei uns eben nicht darum geht, dass wir nur Periodenunterwäsche oder jetzt auch Still-BHs verkaufen. Ne? Nein, ganz im Gegenteil. Ein ganz, ganz wichtiges Ziel von uns ist eben gesellschaftlicher Wandel. Kathi hat es vorher schon gesagt, wir sind der Meinung, dass wir durch unsere Produkte Dialoge anstoßen. Und Dialoge, die im besten Fall dazu führen, dass mit Tabus gebrochen wird. Also rund um das Thema Weiblichkeit gibt es ja noch sehr viele Tabus, die wir gerne auch alle irgendwann der Reihe nach angehen. Na, aber die ersten, die wir uns so vorgenommen haben, sind eben das Thema Periode. Ja, ein Riesentabu immer noch, auch wenn man es nicht denkt. Und das Thema Stillen. Ne? Auch da gibt es ganz viel sozusagen, wie sollte man es machen, wie muss man es machen. Da gibt es sehr viele Meinungen darüber. Und dementsprechend ist es bei uns so, dass wir dieses gesellschaftliche Ziel, ja, dass es Teil unserer Brandphilosophie ist. Und diese Brandphilosophie, die behalten wir nicht nur still für uns, sondern die kommunizieren wir sehr prominent. Also hier auf der linken Seite seht ihr zum Beispiel uns beide auf unserer Homepage. Ja, ich habe vorher schon gesagt, dass wir sehr prominent mit unserem Gesicht für die Produktqualität, aber auch für die Brandphilosophie stehen. Und es ist uns eben ganz, ganz wichtig, dass diese Brand Story und diese Brand Values sich durch im Grunde alle Kommunikationskanäle ziehen. Also hier auf der linken Seite, wie gesagt, seht ihr die Homepage, aber auch unser Instagram-Channel. Das ist ja für uns ein ganz, 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 ganz wichtiges Tool, um unsere Markengeschichte, aber sozusagen auch eigentlich so unser Gründerinnenleben zu kommunizieren. Oder auch natürlich durch PR und Ads und so weiter und so fort. Ja, also überall zieht sich wirklich sehr konsistent diese Brand Story durch. Und war auch auf jeden Fall gerade zu Anfang von Uschi ganz, ganz wichtig für die Presse, dass sie sozusagen eine konsistente, ne, Story von uns angeboten bekommen haben. Und da konnten sie sich sozusagen verschiedene Themenfelder rausgreifen, die sie eben interessiert hat. Also zum Beispiel das Thema Tabu, zum Beispiel das Thema weibliche Gründerinnen, zum Beispiel das Thema Female Empowerment. Ja, also
gründen mit Kindern und so weiter. Also es gibt sehr, sehr viel, was sozusagen die Presse interessiert hat an unserer Story. Und wir haben das eben einmal sehr konsolidiert aufbereitet, einmal sozusagen für die Presse, aber dann eben auch für uns, für die verschiedenen Kommunikationskanäle und gehen da sozusagen mit einer Handschrift durch und stellen sicher, dass da überall das Gleiche und sehr konsistent diese Story erzählt wird. Der nächste Punkt. So, jetzt klappt's. Der dritte Punkt ist irgendwie, klingt sehr obvious und so, ja, ne, müsste eigentlich doch schon irgendwie jeder wissen. Aber unserer Erfahrung nach ist es tatsächlich so, dass Standard immer noch Desktop ist. Und wenn wir unseren Traffic angucken bei Ushi, ist es tatsächlich so, dass 80% des Traffics über Mobile kommt. Also kann von Desktop keine Rede sein. Mobile ist dementsprechend super, super, super wichtig. Und wir haben uns deswegen eben auf die Fahne geschrieben, alles, was wir tun, also alle Design- oder Funktionsänderungen auf der Website, immer zuerst in Mobile zu denken. Manchmal ehrlich gesagt sogar gar nicht mehr in Desktop. Ja, wo wir dann sagen, ist uns das so wichtig? Müssen wir jetzt da die 100 Euro auch noch ausgeben für Desktop oder passt es dann für Desktop auch? Ja, also Mobile first, das ist wirklich super wichtig. Und ne, bei Mobile gibt es einfach ganz andere Spielregeln als bei Desktop. Ne? Natürlich schon allein aufgrund der Größe des Screens. Es ist viel schwieriger, dort sozusagen die Informationen so knapp und knackig zu verpacken, dass sie wirklich auf diesen kleinen Screen passt. Dann auch das Format des Screens, ne? Also diese Hochkant-Version versus diese breite Version von Desktop. Ja, da ist es ganz wichtig, dass zum Beispiel der Landingpage-Teaser, also der Homepage-Teaser, den ihr jetzt hier gerade zum Beispiel seht, ne, dass der in Hochkant ist und man nicht einfach sozusagen diese Landingpage-Format von dem Desktop überträgt, ja, weil es sonst einfach viel zu klein wäre und nicht passen würde. Ja. Außerdem ist in der Usability natürlich total wichtig, dass man einfach scrollen kann, dass man mit dem Daumen zum Beispiel sehr schnell verschiedene Punkte erreichen kann und so weiter. Ja. Also Mobile ist wirklich einfach ein ganz anderes Game und wir haben uns deswegen zum Beispiel auf die Fahne geschrieben, wenn wir eine Änderung haben auf der Website, dass, und wir einen Mockup für eine Landingpage dafür brauchen, von unseren Designern zum Beispiel, dass wir die nur in Mobile mockuppen. Und dann dementsprechend mit Tante E, mit denen arbeiten wir heute immer noch sehr eng und sehr gut zusammen für unseren Shop, dass wir denen die Mobile Pages schicken und die sozusagen sich daraus ihre Wahrheit bilden für Desktop und wir dann da nochmal so hinterher ein bisschen Desktop verbessern. Ja, aber Mobile ist absolut im Fokus. Ja, total. Und ich finde es ganz interessant, weil ich war gestern zufälligerweise bei den Shopify-Themes in dem Shop da und da ist immer noch alles immer noch im Desktop dargestellt. Also ich glaube, man kann, wenn man dann eine Preview geht, auf Mobile umstellen. Aber ja. Es ist wirklich ein Mindset-Change. Und auch wenn Leute dran arbeiten, man muss die immer wieder dran erinnern, bitte denk dran, wenn du mir das designst oder wenn du mir das umsetzt, bitte mach erstmal die Mobile-Seite fertig und dann gucke ich mir den Rest an. Aber das ist, ja. Total, war ja auch bei unserem Designer so, ne? Der hat uns am Anfang alles in Desktop geschickt und wir waren so, Moment, hier stimmt was nicht, ne? Und dann haben wir das alles geändert. Also Mobile first, super wichtig. Der nächste Punkt, der richtet sich jetzt vielleicht an alle von euch, die so gerade gestartet haben oder so überlegen zu starten mit einem eigenen Shop, ja, und da ist uns auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, einmal so mitzugeben, better done than perfect, ja. Also ich habe selbst persönlich bei mir so gemerkt am Anfang, oh fuck, ne, das muss der Shop sein, ne, da muss das passen, da muss das passen, da muss das passen, da muss das passen und ich habe mich wirklich sehr stark unter Druck gefühlt. Bis wir dann irgendwann mal gesagt haben, okay, ne, wir haben einfach weder die finanziellen Mittel, weil, wie Kathi vorher schon gesagt hat, wir sind bootstrapped, noch sozusagen bis dato das ganze Wissen, ne, was in einem Shop wichtig ist und auch vor allem nicht nur generell, was in einem Shop wichtig ist, sondern was für unsere konkrete Kundin, unser konkretes Produkt relevant ist in einem Shop, dass wir gesagt haben, wir fangen einfach mit einem Basic-Shop an. Und dieser Basic-Shop, der basierte wirklich im Grunde, ne, den haben Kathi und ich sozusagen auf so Post-its an der Wand in der Factory damals so, ne, die Idee dafür entwickelt und haben dann einfach ein ganz Basic-Theme, ein Shopify-Theme verwendet, wo wir diese Sachen reingebaut haben. Ja, also das war wirklich jetzt einfach so, der hat funktioniert, ne, der war so medium schön, ne, aber das, ne, alles war da, was man halt so gebraucht hat, ja, und das war okay und ich glaube, das war auch gut so, weil wenn man direkt von Anfang an versucht, alles reinzumachen, was man denkt, was man da haben müsste und nachher stellt sich raus, braucht man vielleicht gar nicht, weil es der konkreten Kunden eigentlich total wurscht ist, ja, ist es, glaube ich, auf jeden Fall wichtig, einfach halt mal loszulegen, so. Nach 15.000 verkauften Ushis haben wir uns das erste kleine Facelift gegönnt, wo wir dann so ein paar Sachen schöner gemacht haben, noch ein paar zusätzliche Landingpages hinzugefügt haben und so weiter. Und dann tatsächlich den ersten großen Shop-Relaunch haben wir erst gemacht, als wir kurz vor Höhle der Löwen standen.
Also es war klar, dass wir irgendwann, ne, oder na, zumindest so halb klar, dass wir irgendwann ausgestrahlt werden würden und haben damals beschlossen, dass wir auf jeden Fall dafür einen schicken Shop brauchen. Und das war das erste Mal, wo wir dann auch so richtig, ne, Budget in die Hand genommen haben und gesagt haben, nee, das muss jetzt schon irgendwie ordentlich sein, ne? Und da haben wir dann wirklich ein komplett neues CI im Grunde über alle Pages gegossen. Es war, könnt ihr euch vorstellen, ein größerer Aufwand, wo wir auch nochmal den kompletten Funnel optimiert haben, ne? Conversion Rate optimiert haben, Site Speed optimiert haben, Google optimiert haben, sodass unser Shop auf jeden Fall vor Höhle der Löwen schon, das war auf jeden Fall ein Step Change im Vergleich zu dem, was wir davor hatten. Und erst jetzt jüngst, Anfang diesen Jahres, hat ja Kathi vorher schon gesagt, haben wir die 100.000. Uschi verkauft und erst jetzt haben wir dann wirklich tatsächlich das Upgrade gemacht zu dem höchsten Shopify-Plan, der heißt Shopify Plus und dieser Plan erlaubt uns nochmal so ganz ziemlich coole Features, finde ich, wo ich mich sehr drüber freue, wo wir zum Beispiel unsere Staffelrabatt-App, die uns immer wieder Probleme gemacht hat, abgelöst haben durch die Shopify Plus Scripts. Das ist sozusagen eine besondere Möglichkeit, noch weitere Funktionalitäten relativ einfach zu coden oder so Free-Gifting-Funktionalitäten oder so, ne? Aber wie gesagt, das kam erst jetzt, nachdem wir schon 100.000 Produkte verkauft haben. Aber ich glaube, dieser Grundsatz, den du gerade beschreibst, ist auch was wir generell immer so gemacht haben, ne? Man kann das übertragen ja. auf, ich glaube, das ist so ein bisschen Business-Mindset-Ding bei uns, dass wir eigentlich sagen, okay, lasst uns doch mal so das nehmen, was wir glauben, was, also außer beim Produkt. Es ist ja immer so, das Produkt muss richtig sein, das muss sitzen. Ja. Aber alles, was jetzt Kommunikation betrifft, also Website, Ads, Instagram, irgendwas, was wir machen, wo das Büro ist, wie irgendwas läuft, weil erstmal lass mal versuchen, was rauszubringen, weil wir wissen doch in 2 Wochen eine Welt mehr, als wir jetzt wissen, bevor wir es angefangen haben. Und daher erstmal anfangen und in 2 Wochen wissen wir so viel mehr und lass mal dann, wenn wir schon was gelernt haben, dann investieren und was damit machen. Und damit sind wir eigentlich bis jetzt ganz gut gefahren, weil ganz oft haben wir Sachen erkannt, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Das war zum Beispiel mir fällt da zum Beispiel ein, wir haben eine erste Limited Edition eingeführt Anfang dieses Jahres, wo wir wirklich nur für kurze Zeit eine Glitzer-Uschi angeboten haben, die Uschi Glitzerblau. Und wir dachten, das ist ein super Upselling-Produkt und Leute würden sich doch total freuen, wenn sie dann, ne, so eine tolle neue Glitzer-Uschi haben. Aber es war tatsächlich auch für ganz viele Leute ein ganz tolles Produkt, überhaupt mal Periodenunterwäsche auszuprobieren. So, und ja, solche Sachen, wenn man einfach so anfängt, Sachen zu machen, lernt man innerhalb von kürzester Zeit so viel mehr, anstatt dass man sich im stillen Kämmerlein alles meint, zu Ende zu denken und dann am Ende ist doch ganz anders. Als cool. Und ich würde da sogar noch so, vielleicht so einen Schritt weitergehen. Ich glaube, es wäre sogar manchmal rausgeschmissenes Geld gewesen, ne? Wenn wir vorher schon Sachen versucht hätten. Also wenn ich jetzt an den Shop-Relaunch denke, wenn wir den direkt zum Anfang in diesem Format sozusagen aufgestellt hätten, hätten wir einfach viele Sachen danach einfach komplett verworfen, weil wir die noch gar nicht gewusst haben damals, ja. Also deswegen so Step by Step und es muss nicht gleich alles perfekt sein. So, und last but not least, wir erleben doch immer wieder von so einigen Gründerinnen und Gründern, dass sie, was Apps und so weiter angeht, recht inflationär damit umgehen. Also sprich, ne, für jedes Schmankerl, was man sich so vorstellen kann, wird eine App angebunden, ja, und ne, für alles wird nochmal irgendwo eine Extension an das Ding ran programmiert und so. Und da sind wir ein bisschen anders. Wir fragen uns wirklich bei jeder Änderung im Code, bei jeder App, die wir zusätzlich anbauen, brauchen wir das wirklich? Was ist das Ziel? Was, also sozusagen konkret formuliert, was ist das Ziel und können wir das nicht irgendwie anders lösen? Und vor allem, und das ist wahrscheinlich so auch eine mit der wichtigsten Fragen, welche möglichen Wechselwirkungen gibt es mit anderen Anwendungen? Und ich habe euch ja vorher schon so kurz gesagt, dass wir Probleme zum Beispiel hatten mit unserer Staffelrabatte-App und das waren Probleme, die weder sozusagen unsere Developer noch wir vorher jemals erkannt hätten, ja. Also dementsprechend haben wir mit dieser App viele Probleme gehabt, sodass wir sie jetzt durch ein Shopify-Script getauscht haben. Aber ich will überhaupt nicht sagen, dass Apps grundsätzlich schlecht sind. Nee, sogar im Gegenteil. Ne? Apps können super sein, ne? Wenn die von Shopify sozusagen freigegeben sind, dann werden die Apps ja auch automatisch geändert, falls eine Shopify-Änderung passiert und so. Also wir sind schon Fans von Apps grundsätzlich, ja. Also deswegen, ich will sie nicht grundsätzlich verteufeln, aber es kann eben einfach Apps geben, die nicht das halten, was sie versprechen, oder selbst wenn sie das halten, was sie versprechen, dann manchmal mit zum Beispiel Traffic-Anstieg nicht klarkommen, also wie zum Beispiel vor Höhle der Löwen, da haben wir einige von unseren Apps vorher rausgeschmissen, ne? Weil die sonst im schlimmsten Fall dazu geführt hätten, dass unsere Seite einbricht. So. Und auf der anderen Seite ist jetzt aber auch nicht zu sagen, dass
sozusagen manuelle Programmierungen im Code die Lösungen für alles sind, ne? Weil da ist es dann auch so, wenn der Developer, der diesen Edit gemacht hat, irgendwie in 2 Jahren später irgendwie nicht mehr da ist und keiner weiß mehr, was ist denn da überhaupt programmiert, ne? Und da ist eine Änderung von Shopify und auf einmal bricht alles zusammen, aber keiner weiß mehr, was da so im Code vor sich geht, ist auch schwierig, ja? Deswegen ist unser Ansatz da wirklich einfach bei jedem Punkt, den es dann neu hinzuzufügen gibt, ne? Brauchen wir es wirklich und was ist sozusagen die sicherste Variante, um das zu tun? Und ich würde vielleicht zum Abschluss nochmal so 3 Apps mitgeben, wo wir große Fans von sind. Die erste habe ich euch ja schon ausgiebig in dem ersten Punkt erläutert. Das ist Trustpilot. Das ist eben die App, die Trustpilot verbindet mit unserem Shopify-Shop. Die zweite ist für uns auch sehr wichtig. Das ist Return Magic. Aktuell ist es ja noch nicht bei Shopify möglich, selbst automatisiert Retouren zurückzubuchen. Dementsprechend arbeiten wir da mit Return Magic. Sind mit der App zufrieden, also zumindest mit der Funktionalität der App. Das Reporting geht noch besser, aber ne, die App funktioniert gut. Und die letzte App, die sehr wichtig für uns ist, ist Sufio, wo wir unser ganzes Rechnungsmanagement damit machen. Genau, das waren unsere 5 wichtigen Punkte, die wir euch mitgeben wollten und sind dementsprechend auch schon am Ende unserer Präsentation angekommen. Ich habe immer wieder zwischendurch gesehen, da poppten Fragen rein und die beantworten wir natürlich auch sehr gerne. Oder auch, wenn ihr jetzt noch Fragen habt, haut die einfach da in diesen Fragen-Button rein. Und vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Oh, verschwunden die Fragen? Nee, ja. Die sind alle unterveröffentlicht. Genau. Erstmal danke euch. Ich habe mich mal wieder eingeschaltet jetzt zum Ende. Danke euch für den Input auf jeden Fall. Bevor wir auf die Fragen eingehen, haben wir noch kurz eine Frage für die fürs Publikum quasi vorbereitet, die jetzt bei euch allen im Pop-up gleich aufkommt. Genau, und das ist einmal, genau, also um zu gucken, wer ist so dabei und woher kennt man sich gegebenenfalls, haben wir einmal die Frage, kanntet ihr Uschi schon vor heute und die andere, welches Geschlecht habt ihr? Das ist so ein bisschen interessant, einfach auch für die beiden zu sehen. Von daher gern mal abstimmen. Viele Frauen da, finde ich ja super. Aber nicht nur, also ich muss sagen, ein Drittel männlich ist auch nicht so wenig. Ich finde das gut. Dass es so eine gemischte Truppe hier ist. Und vielleicht ergänzt sich das genau mit dem, hatten Sie uns vorher oder nicht? Ja, wahrscheinlich. Ja. Genau, ich weiß nicht, ob die Teilnehmer quasi die Prozente auch sehen. Ich glaube nämlich nicht. Das sieht gerade so als Zwischenstand auch für alle anderen so aus. 70% weiblich und auch knapp 64-65% kannten euch vorher. Gut. Das als Eindruck. Und dann nochmal von meiner Seite, es kommen schon sehr, sehr viele Fragen rein, was natürlich super ist. Wir werden vermutlich nicht auf alle eingehen können, deswegen für euch nochmal der Hinweis, schaut da gerne mal durch und macht Upvotes von denen, die wir auf jeden Fall besprechen sollen, dann sind die weiter oben. Genau, aber schön, dass ihr fragt. Genau, dann würde ich da auch einfach schon mal anfangen. Die erste Frage kam tatsächlich auch gleichzeitig 2-mal gestellt. Genau, da ging es darum, als du von Trustpilot erzählt hast, Christine, bewerten eure Kunden von sich aus? Im Rahmen der DSGVO darf man ja leider nicht mehr einfach Kunden zur Befragung aufrufen, beziehungsweise nur nach Einwilligung. Nutzt ihr Anreise, damit Kunden bewerten? Also ja, die Kunden bekommen, die bewerten von sich aus, also sozusagen die kriegen von uns eine Follow-up-E-Mail. Das haben wir auch in unseren Datenschutzbestimmungen, ne, steht das sozusagen drin, dass sie die bekommen. Und darauf bewerten sie uns. Und es gibt auch einen Anreiz dafür. Wir verlosen jeden Monat eine Uschi unter den Teilnehmenden, sodass sie, also das hat auf jeden Fall einen Impact gehabt. Wir haben das am Anfang nicht gehabt und das hat auf jeden Fall nochmal deutlich hochgetrieben, die sozusagen Bewertungs-Conversion Rate, wenn man es so will. Okay, also da habt ihr schon extra Anreize gesetzt und merkt auch auf jeden Fall, dass sich das lohnt als Tipp. Ja. Cool. Dann die nächste Frage, wie hoch war euer Startkapital? Ich weiß nicht, wie sehr ihr hier über Zahlen reden möchtet, aber vielleicht könnt ihr da was
mitgeben? Ach, das ist schon okay. Also wir haben ja direkt eine GmbH gegründet. Das heißt, 25.000 Euro hatten wir an Ersparten, das reingegangen ist. Das ist auch dann recht schnell wieder weggegangen. Wir haben dann zusätzlich, wie gesagt, diese Crowdfunding-Kampagne gemacht. Das ist ja auch sozusagen ein vorgelagertes Kapital. Das ist ja anders als im Handel, wo du normalerweise einkaufen musst, bevor du was einnimmst. Was in diesem Fall so, dass wir eingenommen haben, bevor wir eingekauft haben. Und da hatten wir nochmal 50.000 und wir haben diesen Gründungsbonus bekommen vom IWB, das ist die Investitionsbank Berlin-Brandenburg. Das ist ein 50.000 Euro Kostenzuschuss. Also wenn man Rechnungen in Höhe von bis zu 100.000 Euro einreicht, bekommt man 50.000 Euro zurück, also immer 50% des Rechnungswertes. Dafür muss man sich bewerben. Das haben wir bekommen, aufgrund, weil wir eben ein nachhaltiges Unternehmensziel haben, ne? Weil wir deutlich Müll vermeiden in unserem Produkt. Das war eigentlich das Kapital, ne, Christine? Ja. Ja, aber das kam erst später. Also das IBB kam sozusagen, nachdem wir gegründet hatten natürlich, ne, das ging. Mhm. Habt ihr da vielleicht auch direkt einen Tipp zum Crowdfunding, wenn ihr das extra gemacht habt? Hat das super funktioniert? Gibt es da irgendwas, was man auf jeden Fall beachten sollte? Also, Crowdfunding, da könnte man eine komplett eigene Session zu machen, also ganz kurz. Ist, glaube ich, so, das funktioniert sehr gut, wenn man ein Produkt hat, was auch so auch eine Mission hat, die man rüberbringen kann. Es ist aber nicht so, als ob irgendjemand diese Seite sehen würde, den man nicht dahin führen würde. Mhm. Also es ist nicht so, als ob man einfach ein Projekt anstellt und dann kommen die Leute schon von der Website oder so. Das denken manchmal Leute, dass es so Leute gibt, die sind doch da unterwegs auf, was weiß ich, Kickstarter, und die kommen dann automatisch zu meinem Projekt. Das ist nicht so. Man muss die schon dahin führen. Das heißt jetzt nicht, dass man Ads machen muss. Wir haben, glaube ich, 300 Euro für Ads oder sowas ausgegeben, also wirklich gar nichts. Aber wir haben halt total viel organisch halt Werbung gemacht, ne? Sind auf Events gegangen, haben auf Instagram total viel gemacht, haben uns in Gruppen eingebracht und haben einfach da so ein Buzz kreiert rund um unser Thema über Monate hinweg, also den kompletten Sommer hinweg, bevor wir gelauncht haben im Herbst. Und dann kann das schon wirklich sehr gut funktionieren, aber es ist wirklich auch viel Arbeit, ne? Das Video und Fragen und den Text und so. Also wir glauben, es ist halt für Mission-Driven Businesses eine echt gute Möglichkeit, in den Markt einzutreten, weil man direkt nicht nur das Funding, sondern die Crowd hat. Aber es ist ein Zeitinvest. Oder Christine, was sagst du? Ja, absolut. Ne? Auch nachher so die Operations, ne, sind nicht zu unterschätzen, das dann alles nachher zu versenden und so. Also da haben wir auch, ne, wir waren ja bei den Kreativpiloten, wie Kathi schon gesagt hat, wurden wir ausgezeichnet. Da haben wir auch mitbekommen von manchen, die da auch. Ein Zug, nicht bei mir. Bei mir auch nicht. Da hat man auf jeden Fall gesehen, dass dort manche wirklich an den Rand ihrer Kapazitäten getrieben wurden. Also ich glaube, so ein Crowdfunding ist halt wirklich, sollte man sich sehr bewusst überlegen, macht man das und will man diese zusätzliche Zeit investieren, das macht man nicht nebenher, auf gar keinen Fall. Mhm. Aber so mit eurem Invest quasi auch von Zeit hauptsächlich hat sich für euch dann auf jeden Fall schon rentiert. Ja, auf jeden Fall. Okay. Halt, gerade weil es halt die Crowd dazu kam, ne? Es war der erste Schritt hin zu so einem Community Building. Okay, cool. Dann hast du gerade schon kurz einmal das kleine Wort Ads in den Mund genommen. Jetzt einmal die komplette Frage dazu. Ja. Nutzt ihr Ads über Instagram oder Facebook zur Vermarktung? Ja, nee, mittlerweile schon. Ja, wir investieren mittlerweile pro Monat einen fünfstelligen Betrag in Paid Ads generell, aber auch eine Google, Facebook, Instagram, Pinterest, Bing so ein bisschen, also alles durch die Bank und testen da viele verschiedene Sachen. Mhm. Habt ihr da irgendwas schon bekommen, was besonders gut funktioniert oder welche Plattform vielleicht für euch besonders funktioniert? Ja, also wir vertrauen da dem Algorithmus ehrlicherweise recht stark, was jetzt Facebook und Instagram betrifft. Der spielt das sozusagen selber aus, also Trust the Algo, das hat sich wirklich bei uns einigermaßen bewahrheitet, ehrlich gesagt. Also organisch ist bei uns auf jeden Fall der Nummer 1 Kanal natürlich Instagram, also bei weitem, also vor allem unsere Stories, die werden sehr gerne geguckt, irgendwie so von mehreren tausend Leuten jeden Tag. Was Ads betrifft, sind, glaube ich, beide Plattformen sehr gut und Google auch super, wobei bei Google sind die Leute ja typischerweise in einem ganz anderen Funnelstufe. Also der komplette Periodenunterwäschemarkt existiert über unsere Brand. Leute suchen nicht nach Periodenunterwäsche oder nach Period Panties oder die suchen halt nach Uschi. Und das geben sie halt bei Google ein. Das heißt, aber da sind sie ja schon ganz anders im Funnel, als wenn ihnen eine Ad auf Facebook ausgestrahlt wird, außer es ist Remarketing, ja? Ja. Einfach unterschiedliche Funnelstufen, die wir mit den unterschiedlichen Sachen bedienen. Okay. Cool. Dann noch eine Frage. Warum Shopify? Verkauft ihr auch über Amazon? Ja, sind ja zwei Fragen im Grunde. Ja.
Warum Shopify? Tatsächlich haben wir damals uns gar nicht lange damit beschäftigt. Es war einfach so irgendwie, ne, Shopify war so das Ding gerade und irgendwie jeder hat Shopify gemacht und wir haben dann gar nicht mehr lang irgendwie sozusagen verglichen mit anderen Sachen, sondern Shopify hat sich einfach so direkt so vom Look and Feel irgendwie so gut angefühlt und wir haben es auch bis heute nicht bereut. Ja, wir würden das echt jederzeit wieder machen und sind echt große Shopify-Fans, muss man sagen, ja. Also insofern kann ich da jetzt nicht viel sozusagen so Pro- und Kontralisten jetzt hier runterbeten, ja. Mhm. Verkauft ihr auch über Amazon, da haben wir uns sehr intensiv Ende letzten Jahres damit beschäftigt. Nein, das machen wir nicht aktuell. Wir verkaufen aktuell über gar keine andere Plattform, auch nicht Zalando, About You oder so. Und es ist aber immer wieder ein Thema, das interessant ist für uns, ja. Also sag niemals nie. Wir haben aber ja die Strategie, dass wir gesagt haben, Periodenunterwäsche ist wirklich so ein komplett neues Produkt, das kennt in Deutschland wirklich noch kein Mensch, ja. Und da haben wir gesagt, dadurch, dass es sehr, sehr beratungsintensiv ist und eben auch ein Tabuthema, sind wir erstmal diejenigen, die das am besten erklären können, ja, und die einfach am besten vermitteln können, was relevant ist sozusagen bei diesem Produkt. Und wir haben dementsprechend gesagt, am Anfang die Vermarktung machen wir komplett selbst. So lange, bis quasi jede Frau in Deutschland oder zumindest viele wissen, ne, was Periodenunterwäsche ist. Und dann würden wir darüber nachdenken, das noch über andere Kanäle zu machen. Wir haben tatsächlich im letzten Jahres schon darüber nachgedacht, zu Amazon zu gehen. Und es ist ja sozusagen, Amazon funktioniert ja inzwischen auch wie eine Suchmaschine. Ja, also insofern ist Amazon schon auf jeden Fall ein sehr, sehr relevantes Thema für uns, über das wir auch immer wieder nachdenken. Was uns bisher tatsächlich davon abgehalten hat, ist, dass wir bei Amazon Sachen anbieten müssten, die wir bei uns selbst im Shop nicht anbieten. Also da gehört zum Beispiel dazu eine versandkostenfreie Rücksendung, also dass der Kunde quasi gratis retournieren kann. Und das bieten wir bei uns im Shop nicht an, können wir uns schlicht und einfach noch nicht leisten. Ja, das ist auch, ne, sozusagen so von der Philosophie so dieses, ach, ne, ist doch mir egal, schicke ich ja wieder zurück. Ne? Das spricht natürlich auch gegen diesen Nachhaltigkeitsgedanken, ne? Sondern sozusagen eine bewusste Kaufentscheidung so zu treffen und dann auch Produkte zu erhalten, passt auch eher sozusagen zu unserer Philosophie. Dementsprechend ist so dieses so gratis Zeug durch die Weltgeschichte schicken, ne, finden wir ein bisschen schwierig. Und dementsprechend, wenn wir über Amazon verkaufen würden, müssten wir eben eine gratis Retoure anbieten und würden dementsprechend unseren eigenen Online-Shop entweder schlechter stellen oder wir müssen eben mit dem eigenen Online-Shop nachziehen mit dieser Entscheidung. Und das hat uns bislang zumindest davon abgehalten, über Amazon zu verkaufen. Okay. Spannendes Thema auch, was man da noch abwägen kann und sollte. Ja. Dann fragt Laura, wie habt ihr den großen Ansturm bei der Höhle der Löwen über Shopify hinbekommen mit Anknüpfung an ein Warenwirtschaftssystem? Nein. Okay. Ja, also der große Ansturm. Kathi lacht. Genau, mit großem Ansturm meint jetzt die Laura wahrscheinlich der Traffic, den wir da bekommen haben, ne, über Höhle der Löwen. Und das war tatsächlich ein Thema, mit dem wir uns sehr intensiv und sehr lange vorher auseinandergesetzt haben, weil es ja immer wieder Shops gibt, die einfach zusammenbrechen, ne, während Höhle der Löwen, weil die einfach nicht mit dem Traffic klarkommen. Und was wir hier gemacht haben, ist, wir sind auf jeden Fall sehr früh auf Shopify zugegangen und haben sozusagen geschätzte Traffic-Zahlen angegeben, die wir erwarten für die Dauer der Sendung. Und Shopify selbst hat von Anfang an gesagt, dass es überhaupt kein Problem ist. Also sie haben Traffic, der um ein Vielfaches höher war, sozusagen problemlos ausgehalten in der Vergangenheit. Und dementsprechend war dann relativ schnell klar, dass nicht Shopify das Nadelöhr ist für den Traffic, sondern eben manche Apps. Dadurch, dass die eben auf Servern liegen, wo möglicherweise einfach solche Traffic-Zahlen nicht üblich sind oder die eben nicht dafür ausgelastet sind, kam es eben vor, dass Apps quasi den Stillstand des Shops, ne, oder das Abschmieren der Seite dann bei Höhlen der Löwen verursacht haben. Und dementsprechend haben wir im Grunde alle Apps, die nicht absolut lebensnotwendig sind für den Betrieb unseres Shops, haben wir gekillt für den Tag. Oder ich glaube sogar auch noch für die Woche danach, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Aber der Traffic ist ja nicht nur an dem Tag hoch, sondern danach, wir wurden dann auch noch in sehr großen anderen Pressemedien, ne, erwähnt. Deswegen war der Traffic auch nachher noch sehr hoch. Und wir haben wirklich dementsprechend wirklich alles rausgehauen, was nicht unbedingt da sein muss im Shop. Und ein Warenwirtschaftssystem bzw. ERP nutzen wir noch nicht. Das ist auch gleich die nächste Frage, die hier sehr hoch ist. Genau. Tatsächlich war erst gestern wieder so einer der Momente, wo ich dachte, dass wir das vielleicht jetzt mal machen müssen. Ja, und dann hat mich gestern angerufen und gesagt, Kathi, ich glaube, genau. Also, ne, vor allem für unsere Stoffbestellung, ne, wir haben ja da inzwischen einfach Stoff, also Mengen an Stoffen. Wir haben ja jeden Monat Produktionen in zwei verschiedenen Nähereien, ne, und dann dementsprechend
glaube, 15, 20 Stofflieferanten inzwischen, ne, die sozusagen alle immer auf jeden Monat genau getimt werden müssen. Dann verschiebt sich da was, jetzt gerade mit Corona sowieso die absolute Oberhölle, ja. Und dementsprechend ist es da auf jeden Fall sozusagen, sind wir an dem Punkt, darüber nachzudenken, ein Warenwirtschaftssystem einzuführen, ja. Also diejenigen, die schon eins haben und dieses gut finden, können gerne auch gleich nochmal in den Chat schreiben. Da wäre ich auf jeden Fall schon mal dankbar dafür. Aber da können wir nicht bisher mit Tipps weiterhelfen. Okay, also hier vielleicht einmal die Tipprunde andersrum. Lass mal versuchen, schneller zu antworten, damit wir möglichst viele noch durchkriegen, weil wir haben nicht mehr so viel Zeit. Und mir tut es total leid, wenn Leute hier was gefragt haben und wir gar nichts sagen. Du willst sagen, ich will nicht so viel labern. Ja. Ja, also ich ziehe mich da ja auch mit rein. Also. Okay, dann nehme ich aber direkt die nächste Frage von Maurice. Welche Marketingmaßnahmen bzw. Budgets habt ihr? Ja, wie gesagt, fünfstelliges Budget pro Monat mittlerweile, aber auch schon länger, wächst halt immer weiter. Und wir machen alles über, also Paid Ads machen wir machen Events, wenn man Events machen darf, in kleinen Größen. Wir machen hauptsächlich, also tagtäglich machen wir Instagram Stories, also als organisches Wachstumstool. Wir machen sehr viel PR, da haben wir jetzt keine Agentur für, aber wir investieren sehr viel Zeit damit, mit Journalistinnen zu sprechen, im Podcast irgendwie teilzunehmen, alle möglichen Sachen zu nutzen, um über uns und unser Produkt zu sprechen. Also Influencer bauen wir gerade aus, ja, unterschiedlichst. Okay, also von allem was. Aber ich muss sagen, wir gehen ja immer sehr zielgetrieben vor, ne? Also wir starten was, setzen uns Ziele und wenn es nicht funktioniert, dann hören wir auch sofort wieder auf. Okay. Also mit sehr starke so ROAS-Vorgaben, es ist eigentlich alles immer auf Sales direkt und dass wir es eben ausrechnen können, und wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht und dann wird halt damit aufgehört. Mhm. Okay, dann ist die nächste Frage, welche Kanäle nutzt ihr zur Aufklärung zu eurem Produkt? Ja, da auch hauptsächlich Instagram, muss ich sagen, Instagram Stories, aber eben auch die Website, ne? Also wie Christine gesagt hat, spätestens seit dem Relaunch Vorhöhle der Löwen ist da wirklich unglaublich viel Wissen zu der Verwendung, wie man das benutzt, die FAQ-Section ist riesig, wir haben wirklich von Anfang an ein Customer Care Team bei uns, das war glaube ich die erste Stelle, die wir besetzt haben bei uns, dass jemand wirklich auf jede einzelne Frage, jeden Kommentar, jede E-Mail irgendwie persönlich antwortet bekommen. Und das sind wirklich sehr, sehr viele mittlerweile täglich. Und mittlerweile sind es, glaube ich, 3 Mädels, die daran arbeiten. Und aber da wirklich das ernst zu nehmen und die Leute da wirklich die Fragen zu beantworten, die sie haben. Wobei man sagen muss, dass mittlerweile unsere Community da auch echt gut drin ist. Ne, Christine, die beantworten dann die direkt für uns mit, bevor wir überhaupt da in Bienen. Okay, dann die nächste Frage. Genau, macht ihr die Google Analytics SEO selbst oder über Tante E? Da halte ich mich mal zurück und gebe euch die Frage. Nee, wir machen also SEO, machen wir theoretisch selber, ist aber jetzt nicht unsere Stärke, glaube ich. Das ist aber auch ein Bereich, wo SEO nicht so, also kann man sich nicht ewig drüber streiten, aber es suchen wenig Leute nach Periodenprodukten, weil sie einfach nicht wissen, also beim Periodenthema, dass es was anderes geben könnte. Ja, man muss irgendwie anders an die rankommen zu dem Thema. Aber wir machen SEA und das machen wir aber über einen Freelancer, der aber auch viel mit Tante E. Daher ist das alles eins. Okay, cool. Dann vielleicht die nächsten beiden Fragen nehmen wir einfach zusammen, weil die sind ein bisschen ähnlich. Das eine ist, wie habt ihr eure Produzenten gefunden? Google Messe Connections und das andere dann genau auf Messen bezogen, seid ihr auch auf Messen unterwegs und waren die am Anfang für euch besonders wichtig? Ja, also zu den Produzenten. Da ist ja so, dass ich vorher schon einmal eingangs beschrieben habe, wie wir unser Produkt entwickelt haben. Und wir arbeiten da ja, wie gesagt, mit einer Produktionsentwicklungsagentur zusammen. Und die ist eben spezialisiert auf nachhaltige Produktion. Und die hat uns am Anfang erstmal einen Produzenten in Portugal empfohlen, mit dem wir dann auch sehr lange zusammengearbeitet haben, sehr, sehr erfolgreich. Und dann haben wir erst später dann noch einen zweiten dazu genommen in Litauen. Und beide wurden uns empfohlen von unserer Produktionsentwicklungsagentur. Also die hatten dort schon Connections, die hatten dort schon Produktionen gemacht und eben positive Erfahrungen gesammelt. Ja, die sind aber auch natürlich für die Stoffproduzenten, also sozusagen bei uns ist das ja so ein zweistufiger Prozess, ne, wo wir erst Stoffe produzieren und die dann eben zu den Nähereien geschickt werden und dort vernäht werden. Und bei den Stoffproduzenten ist es tatsächlich so, dass wir die uns zum sehr großen Teil selbst zusammengesucht haben. Und da waren für uns eben Messen sehr wichtig. Also Google ist da echt super schwierig. Das haben wir schon probiert, aber die sind einfach da nicht so professionell aufgestellt. Mhm. Aber die Messen, ganz konkret die Munich Fabric Start, fanden wir super oder finden wir super, wenn sie denn irgendwann mal wieder starten.
da haben wir auf jeden Fall unsere Stoffe gefunden. Und wir selbst, also sind auf Messen unterwegs, ne? Also um Lieferanten zu sourcen, auf jeden Fall. Aber wir sind jetzt nicht auf Messen unterwegs, um unser Produkt auszustellen oder sowas, ne? Also zumindest nicht B2B-seitig, weil wir wirklich einen Fokus haben auf B2C. Mhm. Da haben wir tatsächlich aber ja Messen im weiteren Sinne gemacht, also Events gemacht, zum Beispiel den Female Future Force Day, ne? Da haben wir unser Produkt verkauft auf so einem kleinen Stand. Das war auch sehr erfolgreich, weil es sozusagen die Zielgruppe genau gematcht hat. Also da sind wir schon auf jeden Fall so auf verschiedenen größeren Events unterwegs, wo wir unsere Produkte zeigen. Okay, super. Dann haben wir schon mal wieder zwei hier auf einmal gehabt. Genau, dann fragt Nadine, wie hoch ist die Anzahl der Reklamationen? Genau, vielleicht auch eher da, wie geht ihr mit sowas um? Genau, also ich nehme mal an, sie meint wirklich Reklamationen und nicht Retouren, ne? Also Reklamationen, denke ich, meint sie sozusagen, dass man irgendwie nicht zufrieden ist mit dem Produkt, weil irgendwas mit der Qualität nicht stimmt. So würde ich jetzt mal diese Frage interpretieren. Ja. Und das ist wirklich sehr, sehr niedrig. Also ich habe es jetzt jüngst nicht mehr ausgerechnet, aber das ist auf jeden Fall nicht viel höher als 1-2% oder so. Wahrscheinlich eher 1%. Ja. Das ist wirklich eine sehr, sehr niedrige Anzahl. Ja, doch. Nee, also verschwindend gering, was man ja auch, also was Reklamationen jetzt betrifft, ich glaube, wenn das höher wäre, wird sich das rund aufschlagen in der Trustpilot-Score, ne? Auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, wenn du halt irgendwie Produkt verschickst, das Leute doof finden, dann erkennt man das da schon relativ schnell. Ja. Ja, okay. Dann noch eine Frage, habt ihr eine Möglichkeit gefunden, Kunden per E-Mail zu retargeten, wenn sie den Add-to-Cart-Schritt vorgenommen haben, also noch vor dem Reach-Checkout-Schritt? Wir kämpfen ja immer mit diesen Schritten. Es ist immer so, auseinanderzuhalten, wo welcher ist in dem Shopify-Kontext. Christine, weißt du, an wen das geht? Nee, wir schicken nämlich die Add-to-Cart-E-Mail, ne? Ja, das ist halt dieser Abandoned Checkout, ne? Ja, also genau. Insofern ist es wahrscheinlich, also ehrlich gesagt weiß ich nicht, was dafür der Trigger ist. So tief bin ich da ehrlich gesagt nicht drin, aber ich denke, es ist eher dieses Reach-Checkout, ne? Also das ist diese E-Mail, die gibt es ja, glaube ich, auch in Shopify automatisiert, ne? Vorgeschlagen, diese Abandoned Checkout. Ja, ist Abandoned Checkout. Deswegen meinen die wahrscheinlich, meint die Amber wahrscheinlich hier die Reach-Checkout-Ding. Nee. Aber wir machen gerade, muss man dazu sagen, also wieder, so wie wir sind, wir haben uns jetzt vorgenommen, eben das Thema Newsletter wieder ein bisschen anzugehen und machen da jetzt gerade einen größeren Aufschlag mit Unterstützung und vielleicht kriege ich dabei ja raus. Aber was du ja auf jeden Fall machen kannst, ist, dass du Ads schalten kannst auf die Add-to-Cart, ne? Also Retargeting-Ads. Ja, dafür brauchst du nicht erst das Reach-Checkout, das kannst du über, also Facebook und Instagram machen. Okay, genau, wenn die Frage noch nicht beantwortet sein sollte, gerne nochmal Bescheid sagen. Genau, dann Frage zu Shopify Plus. Was sind die wichtigsten Vorteile von Shopify Plus für euch, jetzt nachdem ihr ja gewechselt seid? Genau, ich glaube, ich hatte es auch kurz erwähnt, aber ich kann es gerne nochmal wiederholen. Also für uns sind diese Shopify Plus Scripts der Grund gewesen, warum wir gewechselt haben. Also wir hatten ja diese Staffelrabatt-App vorher eingebunden, weil bei uns ist es so, wenn man 3 Produkte kauft, kriegt man 10%. Wenn man 5 Produkte kauft, kriegt man 15%. Und dafür hatten wir eine App eingebunden, die super holzig war, ne? Und wo einfach viele Probleme damit gab. Und um die zu ersetzen, haben wir diese Shopify Plus Scripts eingesetzt. Da nutzen wir jetzt auch andere Funktionalitäten, wie zum Beispiel Free Gifting. Aber sozusagen, es gibt ja auch noch ganz viele andere Gründe, ne? Der Support ist zum Beispiel besser bei Shopify Plus und so. Aber der hauptausschlaggebende Grund war tatsächlich dieses Scripts-Thema. Mhm. An dem Punkt, den nutze ich nochmal kurz 10 Sekunden, um zu sagen, unsere komplette Woche nächste Woche, also die kompletten Webinare nächste Woche gehen um das Thema Shopify Plus. Also wer da interessiert ist, noch mehr Vorteile, Nachteile oder sonstige Themen dazu zu hören, gerne nochmal gucken, was es da gibt. Gut. Also ich frage mich jetzt, was wir machen mit diesen ganzen tollen Fragen, weil ich glaube, die sind alle sehr wertvoll. Ich habe sie jetzt alle mal kopiert. Ich habe aber keine Ahnung, was wir damit machen. Ich kopiere sie jetzt mal. Also schreibt uns gerne. Also vor allen Dingen auf Instagram sind wir gut zu erreichen und können da vielleicht irgendwie was zu erzählen. Oder Christine, ich weiß nicht, was fällt dir denn ein, wie wir jetzt diese ganzen Fragen hier noch... Vielleicht machen wir mal eine Insta-Live-Session. Ihr könnt auch sonst, wir können es auch jetzt noch gern so machen, dass ihr einmal überfliegt und sagt, das ist eine ganz tolle Frage, die möchte ich gerne noch beantworten. Dann nehmen wir da eure Lieblingsfragen mit rein. Wir zahlen uns Gehalt seit letzten Juni. Finanzierung, Entwickler sind Tante. Vorverkauf, der lief ursprünglich über Kickstarter, diese Crowdfunding-Kampagne, aber heute machen wir Vorverkauf über unseren Shop. Wenn ein Style ausverkauft ist, kannst du ihn trotzdem kaufen.
kriegst ihn dann aber erst, da steht dann darunter, wie lange du warten musst, bis du ihn bekommst. Das sind dann manchmal 2-3 Wochen oder so. Verkaufen wir viel direkt über Instagram? Nein. Finden wir auch nicht gut in Instagram-Shop? Nee. Ausgerechnet Trustpilot. Ja, damals habe ich verglichen, welches der Tools, also Trusted Shops oder Trustpilot, bekannter ist in Deutschland. Und zwar ganz knapp Trustpilot, aber Trusted Shops ist sicher auch super. ERP-System haben wir nicht, habe ich vorher schon gesagt. Ads machen wir selber. Wie regelt ihr als Eltern euren Homeoffice-Tag? Ja, ne, Chaos. Aber da haben wir ein Highlight gespeichert bei Instagram. Genau. Da haben wir einiges erzählt. Versand über einen Logistiker direkt verknüpft an Shopify, der im Umfeld von Berlin sitzt. Ja, der heißt übrigens Mudia, mit dem sind wir ziemlich zufrieden. So. Okay, genau. Ja, es schreiben schon Leute jetzt hier in den Chat, macht gerne Instagram-Stories draus oder sonst irgendwas in die Richtung. Das scheint noch ziemlich gewollt zu sein. Genau, wir haben jetzt 11:58. Sind komplett durch. Ihr habt euch die Fragen noch soweit. Ihr habt hier ja auch schon geschrieben, wie man euch erreichen kann. Das heißt, das brauche ich auch schon nicht mehr fragen. Für alle, die noch eine genaue Frage haben wollen, die jetzt nicht auf eine gegebenenfalls Instagram-Story warten, können euch dann hier nochmal kontaktieren. Genau, und dann bleibt... Ich muss trotzdem nochmal sagen, unsere Instagram-Stories, ne, wir erzählen da fast nur darüber, wie wir gründen, also was wir businessseitig machen und natürlich, wie wir uns aufregen, wenn wir da viel mehr Founder kein Funding kriegen oder so. Also alle, die sich für Entrepreneurship oder wie wir unser Business schmeißen interessieren, guckt da echt rein. Ich glaube, mehr als da könnt ihr kaum erfahren, wenn ihr jeden Tag ein paar Sekunden von uns da mitkriegt. Ja. Super. Cool. Halt, dass man in den Verteiler einen Termin teilt, wann wir eine Instagram-Story dazu machen würden, Esther? Bitte? Gibt es die Möglichkeit, dass man an die Leute, die teilgenommen haben, irgendwie eine Nachricht schickt, dass wir eine Instagram-Story live machen zu irgendeinem Tag? Ihr könnt es auf die Seite von dem Webinar schreiben. Ja. Okay. Oder ihr abonniert und dann wisst ihr es. Genau. So machen wir es. Perfekt. Dann sage ich nur noch danke euch beiden. Super cool, dass ihr die Zeit dafür hattet und viel Erfolg und bis bald. Ja. Danke, dass ihr da wart. Tschüss. Es gibt noch letzte 10 Sekunden. Ah, jetzt kommt er wieder rückwärts. Genau. Von daher bis bald. Vielen Dank. Danke.